Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele und herzlich willkommen zu den zweiten News 2017. Und ja, mittlerweile ist man doch wieder drin und es dauert auch alles gar nicht mehr so lange bis zur Nürnberger Messe. Und von daher kommen auch immer mehr Ankündigungen wieder von deutschen Verlagen, haben wir auch dieses Mal ein bisschen was dabei. In der Regel ja eher so die großen oder größeren deutschen Verlage und ja, dann fangen wir einfach auch mal an damit. Ja, und dann fangen wir bei Abacus an. Das ist ja ein Verlag, der bei uns nicht so häufig genannt wird. Es ist aber auch eben einfach, die machen viel Kartenspiele, die machen viel so Familienspiele, so Kennerspiele, Vielspielerspiele, eher selten. Wobei, ja zum Beispiel hatten wir mal die Anno Domini-Reihe in der Top-Liste präsentiert. Das sind ja Sachen durchaus, die wir gerne mögen. Und was wir auch interessant finden an den Neuheiten, jetzt ist ein kleines Kartenspiel von Michael Schacht namens Das Vermächtnis des Maharaja. Es ist ein Kartenspiel, das sowohl Set-Collection als auch Auktionsmechanismen miteinander verbindet. Und einen relativ klassischen Eindruck macht. Es geht halt darum, Sets zu bilden aus antiken Gegenständen. Und wie gesagt, das Ganze eben, das ist halt die Set Collection, die per Auktionsmodus mit Geld auf den Karten ausgespielt wird. Und Michael Schacht ist ja alter Hase. Im Grunde kann da gar nicht so viel schief gehen. Ich bin gespannt. Ja, und Alea-Spiele. Bei Alea-Spiele erscheint noch eine Neuauflage. Und zwar hatten wir ja schon berichtet von Notre Dame, dass da eine 10th Anniversary Edition kommt. Und ebenso wird eine kommen von Im Jahr des Drachen, was nach wie vor eines meiner Lieblingsspiele ist von Alea. Ist einfach klasse. Auch ein Stefan-Feld-Titel. Ob sich da jetzt was ändert am Spielbrett, am Design, am Artwork oder ob da irgendwas an den Regeln nochmal gemacht wird, keine Ahnung, soweit ist die Planung noch nicht, beziehungsweise ja, die Planung wahrscheinlich schon, aber die Meldung, die offiziellen Meldungen eben noch nicht. Wir haben deswegen einfach nochmal ein Foto genommen vom Spielbrett, klassisch wie es aussieht und es ist wirklich ein tolles Spiel. Und wer das nicht hat, sollte auf jeden Fall einen Blick riskieren und mal in sich gehen, ob er das nicht seiner Sammlung hinzufügen möchte. Ja, und der nächste große deutsche Verlag Kosmos hat angekündigt, es war natürlich klar und es war auch bekannt, dass da was kommt. Inzwischen gibt's Titel. Und zwar drei neue Spiele aus der Exit-Reihe, wieder im praktischen Mitbringformat, wieder von Markus und Inka Brandt. Und zwar, und die drei Titel muss ich jetzt einfach mal eben ablesen, nicht, dass da jetzt was Falsches ist. Und zwar die Station im ewigen Eis, die verbotene Burg und die vergessene Insel. Drei Exit-Spiele. Ja, und auch da haben wir schon mal ganz kurz in der Sendung angerissen, als wir das gespielt hatten, dass uns das ja eigentlich auch positiv überrascht hat, das Ganze. Und schauen wir mal, wie das Ganze so weitergeht. Ja, dann kommen wir zu Ravensburger. Bei Ravensburger ist angekündigt, und das freut mich jetzt erstmal, ein Spiel von Rainer Knizia, Eldorado. Und es hat den Anschein zumindest, dass es mal wieder ein größeres Spiel ist von Rainer Knizia. Und meines Wissens nach, zumindest habe ich nichts gefunden, dass es irgendwie eine Neuauflage eines älteren Titels ist und sowas ja auch öfter mal ist. Und ein größeres Rainer Knizia-Spiel ist ja zumindest meiner Meinung nach, ich meine Prosperity war das letzte bei Istari, das ja auch relativ unter dem Radar flog. Und tja, ob das jetzt ein Spiel wird in der Liga von Amun Re und Co., das will ich jetzt nicht das wage ich nicht zu behaupten, weiß ich nicht, aber es handelt immer davon, also es ist ein Abenteuerspiel, es geht eben um Eldorado, die Spieler müssen ihre Gruppe ausstatten, man verschiedene Teilnehmer so einer Expedition zusammenstellen, die irgendwie die Gruppe auch ausrüsten und viele, viele Möglichkeiten soll es geben, viele, viele Taktiken und Optionen zum Sieg. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich meine, 60 bis 90 Minuten steht drauf, ab 10 Jahren. Lässt ja schon auf ein etwas gehobeneres Spiellevel schließen. Vielleicht so gehobenes Familienspiel oder Kennerspiel, vielleicht womöglich. Würde mich sehr freuen, wenn da mal wieder was käme von Rainer Knizia, also mit dem Altmeister sozusagen. Also wäre schön, würde mich echt freuen. Ja, dann bleiben wir nochmal bei den Ravensburgern. Und zwar ein Spiel, das vielleicht jetzt einige wundert, dass wir das vorstellen. Scotland Yard, das Kartenspiel. Klassisches Familienspiel. Aber so Spiele wie Scotland Yard mochten wir früher sehr gerne. Whitechapel spielen wir heutzutage immer noch öfter und gerne. Und dementsprechend jetzt Scotland Yard, das Kartenspiel. Auch von Inka und Markus Brandt. Und beim Kartenausteilen wird praktisch durch Zufall festgelegt, wer in der Spielrunde denn Mr. X ist. Das muss von den anderen Spielern rausgekriegt werden und dann müssen sie ihn immer noch fangen. Wie das alles so ganz genau vonstatten geht, kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber ich finde es erstmal finde ich es interessant und würde schon gerne mal zumindest mal Test spielen. Ja, und dann gehen wir von den Ravensburgern zu
zu den Space Cowboys, bleiben aber im Deduktionsgenre und kommen zu Sherlock Holmes Consulting Detective. Dort erscheint eine Erweiterung. Leider bisher nur Ankündigungen auf Englisch oder für englische Versionen, die ich gesehen habe. Ich hoffe, es kommt noch was Deutsches. Ist ja doch auch sehr, sehr textlastig. Ich denke aber, dass das in Deutschland schon auch noch ein Markt wird. Denn das ist ja nichts anderes als Sherlock Holmes Kriminalkabinett. Und das war immerhin mal in den 80ern das Spiel des Jahres und lag überall in den Spieleabteilungen der Kaufhäuser. Von daher weiß ich gar nicht, warum da keine deutsche Neuauflage kommt. Jetzt also, wie gesagt, eine Erweiterung, die aber sowohl auch Standalone spielbar ist. Man braucht also die Grundbox nicht. Und zwar Jack the Ripper und West End Adventures. Also natürlich geht es einmal um den Ripper im East End. Es geht aber auch um das West End. Insgesamt sind das 10 neue Fälle. Das Ganze ist wieder pompös ausgestattet mit Akten, Maps, Straßenkarten, Telefonbuch und. Also eine Menge Rätsel und Deduktionsvergnügen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe auch bald auf Deutsch. Ja, und dann bleiben wir bei den Space Cowboys und bleiben auch im Deduktionsgenre. Thematisch auch ziemlich ähnlich ist eben gelagert, ja, was heißt ziemlich ähnlich, Watson and Holmes heißt das Ganze. Ein Spiel, das vor einiger Zeit, oder ein, zwei Jahre her, bei, ich meine, Ludonova hieß der Verlag, ein kleiner Verlag aus Spanien, erschienen ist. Und auch hier leider eine Ankündigung bisher nur in englischer Sprache. Ich hoffe auch hier auf eine deutsche Version. Das ist ein Spiel, Deduktionsspiel, bei dem die Spieler eben in der Rolle von Detektiven sich die Arbeit von Watson und Holmes zunutze machen, um Fälle zu lösen, Hinweise zu sammeln, letztendlich Fälle als erste zu lösen. Es gibt Elemente wie Player Elimination, es gibt Auktionen im Spiel, also eine Mischung aus einem klassischen Brettspiel und Deduktionsspiel. Und auch wenn man sich dieses Artwork anguckt und so, da stimmt einfach vieles. Bringt schon mal diese viktorianische Stimmung so und ja, da erzähle ich nichts Neues, wenn ich sage, das ist genau unsere Schiene. Freuen wir uns riesig drauf und hoffen auf eine deutsche Version. Ja, und dann geht's zu GMT Games in die P500. Da ist ein Spiel ganz neu drin, kein Wargame, und zwar Golden Gate Park. Und wenn man mal überlegt, wo andere, sage ich mal, nicht Wargames, ich will jetzt gar nicht sagen, leichter sind sie ja nicht, also wo nicht Wargames wie zum Beispiel Dominant Species oder so gelandet sind und wie gut die Spiele sind und was die für einen guten Ruf haben, dann sollte man vielleicht bei Golden Gate Park auch mal einen Blick riskieren. Und zwar ist es auch vom Thema wieder sehr anders. Und zwar ist man einfach ein jung verheiratetes Ehepaar, das seine Flitterwochen im Golden Gate Park in San Francisco verbringt und dort praktisch möglichst viele Sehenswürdigkeiten beschicken will, im Park möglichst viel erleben möchte, also einfach eine gute Zeit haben will. Und das Wichtigste bei sowas ist natürlich das Zeitmanagement, um möglichst viel mitzunehmen und aber trotzdem irgendwie noch das Maximum rauszuholen bei möglichst viel Erholung. So habe ich es bisher rausinterpretiert aus der ganzen Sache. Das Ganze wird, so ein Tag wird, glaube ich, in 5 Stunden gemessen und der wieder eingeteilt in 5 Minuten Zeiteinheiten. Und ich bin doch sehr gespannt. 90 Minuten steht drauf. Schauen wir mal, ob das reichen wird am Ende. Ab 10 Jahren. Und Fotos könnt ihr sehen, wie gesagt, jetzt in der P500, wird also noch ein bisschen dauern, bis es kommt. Aber oftmals gehen diese Spiele ja ein bisschen schneller durch die Vorbestellungen als sehr spezielle Wargames. Und von daher schauen wir mal und hoffen mal, dass das vielleicht gar nicht so lange dauern wird, bis das Spiel im Handel dann ist. Ja, das neue C3i Magazine, das ja auch weitgehend zu GMT gehört, das sind auch Leute aus der GMT, aus dem GMT Verlag in der Redaktion da tätig, ist angekündigt, also kann vorbestellt werden, und zwar beinhaltet das Cosim South Pacific. Das C3i Magazine ist ein Wargame Magazine, das größtenteils verortet ist bei GMT Titeln, das auch FAQs enthält zu GMT Spielen, Artikel über aktuelle GMT Spiele, Strategien, aber auch Hintergrund, historischen Hintergrund liefert zu Spielen von GMT, also thematisch. Und es enthält immer ein Cosim. Dieses Mal, wie gesagt, South Pacific von Mark Herman. Und South Pacific ist regeltechnisch ja so gut wie eins, was ich so gelesen habe, mit Empire of the Sun. Empire of the Sun, großes, relativ komplexes Strategie, Card-Driven Cosim mit Hexsystem. Also Card-Driven mit Hexsystem ist ja nicht so häufig. Die Spiele bauen aufeinander auf, ist falsch. Also eher so, dass wenn man das eine beherrscht, regeltechnisch beherrscht man auch das andere. Nur dass das in der Zeitschrift schon in einem etwas kleineren Format ist.
Also nicht Format, sondern Maßstab, was die, so den Ausschnitt des Geschehens oder des Szenarios angeht, sagen wir mal. Aber es ist schon ein reguläres Spiel, das braucht sich auch aufmachungstechnisch, braucht sich diese Sachen nicht verstecken, die Counter-Maps und so, das ist alles qualitätsmäßig ganz normal der Standard, den man so kennt. Und natürlich kostet so eine Zeitschrift jetzt eben nicht 9,90 € oder so, sondern liegt, wenn man sie in Deutschland kauft, über 30 €. Aber man bekommt eine Menge geboten fürs Geld, wenn man sich für das interessiert. Inklusive Spiel natürlich. Ja, kommen wir zu Fantasy Flight. Dort angekündigt ist jetzt der Sea-Rock Cruiser. Auch jetzt ein großes, episches Raumschiff für die Scum & Villainy-Fraktion. Um jetzt auch an riesigen Schlachten teilzunehmen. Foto ist eingeblendet, es sieht wirklich imposant aus. Es hat Reinforcement-Fähigkeiten, Reaction-Fähigkeiten und hat eine enorme Hülle, ich meine eine Viererhülle und ein Zehnerschild oder umgekehrt, also auf jeden Fall ist es mächtig und sieht gut aus. Ja, dann kommen wir zu den Comics und haben wir zweimal Splitter in dieser Woche, und zwar einmal die, ja, ich sag mal Vorhänge im Splitter Verlag. Das ging in den letzten Tagen, an jedem Tag wurde ein Vorhang gelüftet, der einen Einblick bringt in das Halbjahresprogramm, also für jeden Monat ein Vorhang. Und man konnte sich ein gutes Bild machen, und das, was denn so erscheint bis Oktober, und das ist einiges. Und das sind viele interessante Fortsetzungen von Serien, die schon verheißungsvoll begonnen haben, wo man sich also freut, dass es weitergeht. Aber auch viel Neues, Hochinteressantes, und ja, wir werden das Jahr über natürlich wieder intensiv begleiten und vorstellen, und ja, freuen uns einfach aufs Comicjahr 2017. Ja, und dann ebenfalls neu beim Splitter Verlag in diesem Monat ist Metabarone Teil 2. Und Metabarone sagt vielleicht noch einigen was, das ist ein neuer Zyklus. Man kennt vielleicht die Metabarone-Serie, einmal ihre, also die Serie selber, aus, ich meine, eher Parfaits ist sie erschienen. Und die Metabarone selber entspringen ja dem John the Fool-Universum, das also von Jodorowsky und Möbius großartig in Szene gesetzt wurde, in dieser Ur-John the Fool-Story von den beiden eben. Und daraus entstand später die Möbius, die Metabaron-Serie. Und nun auch wieder ein zweiter Zyklus eben mit neuen Geschichten. Und es wirkt wieder, also ich habe nicht gelesen bisher, aber es wirkt wieder düster und relativ brutal, wie man es eben aus der Welt der Metabarone, dieser eiskalten Kriegerkaste eben kennt. Ja, dann sind wir durch mit den News für diese Woche. Und mir bleiben noch zwei Hinweise, die ich gerne noch geben möchte. Und zwar sind einmal die Meeple Show. Da kommt auch heute noch die aktuelle Folge. Und auch da sind wir wieder dabei mit einem kurzen historischen Thema. Und ja, ich denke und hoffe, auch alle anderen sind wieder dabei. Ich freue mich riesig auf die Ausgabe. Und ist immer schön. Wir gucken das immer gerne abends, wenn sie dann da ist, zusammen hier an. Und ebenfalls möchte ich noch hinweisen auf eine Sendung, die wir gestern hochgeladen haben. Und zwar, wie angekündigt, jetzt Cosims und Wargames am Donnerstag. Und da haben wir gestern die erste Folge online gestellt. Einfach mal einen Einstieg in das Thema geboten. Und werden das Ganze jetzt ein bisschen weiter aufdröseln. Auch da freue ich mich sehr drauf und freue mich auch auf Feedback. Und Feedback ist ein super Stichwort. Auch zu dieser Sendung freuen wir uns natürlich auf Feedback. Wir freuen uns immer über Feedback, konstruktive Kritik, was auch immer, fragt uns, schreibt uns, wir reagieren drauf. Und wenn euch das hier gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen, wir freuen uns über ein Abo und freuen uns, ja, wenn wir euch vielleicht am Wochenende beim Live-Spiel treffen, wenn wir uns einfach so gepflegt über YouTube oder über Kommentarfunktion auf der Homepage ein bisschen austauschen können. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei allem, was ihr so vorhabt in nächster Zeit. Und wir sehen uns. Besten Dank fürs Zugucken und tschüss.